Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metro Last Light. So, dann durchsuchen wir mal hier die Ecken. Oh. Ein bisschen was Schönes habt ihr dabei. Okay, dann schleichen wir mal hier ein bisschen durch die Gegend. Was haben wir denn hier? Hauptmann Chauvin wurde getroffen beim Sturm auf die Goldsilberja. Ich bin den Infizierten hinterher. Eine offene Wunde. Ja, es ist offensichtlich, wie das ausgeht. Ich glaube, Sie wissen, was getan werden muss. Was? Mich... Einschläfern die einen übergroßen Kopf. Schuh! Verdammter Frick! Scheiße! Der Schweinehund ist hier! Hallo, Leute! Jemand hier? Was? Ja. Scheiße! Wir haben Gesellschaft! Woher soll ich das wissen? Pass nur auf! Ach so, der ist gar nicht auf unserer Seite. Hast du ihn schon gesehen? Nein! Versteckt sich irgendwo! Hier sind keine Leichen. In Ordnung, Genossen. Rücken wir an. Schön langsam. Ja, und schön einen nach dem anderen, ne? Was ist dort? Die Luft ist rein. Du? Die Luft ist rein. Weiter. Na? Reicht das? Lass euch nicht blicken. Du entkommst du's nicht. Also du. Okay. Verdammt! Die Verluste häufen sich. Tja, irgendwie klappt das hier mit dem Schleichen jetzt nicht mehr so gut, aber ich kriege halt hier immer, ja, unvorhersehbare Ereignisse. Leuten, von denen ich weiß, dass sie auf einmal gegen uns sind. Fallen. Dann wird die halt noch eine Runde geplündert. Habt ihr jetzt davon? Also ich hätte gedacht, dass der mir hilft, wenn ich dem jetzt rette. Da hat jemand was zu essen gemacht. Oh, Alienpuppe. Und es sieht verdächtig nach einem Alien aus. Das ist schön, da wollte ich schon immer hin. Fuck. Das ist einfach nur eine Dose. Die brennt. Ich glaube, das war's dann jetzt mal so. Fürs Erste. Ja, das würde ich aber auch so sagen. Fällt mir ein, ich habe schon lange keine Bücher mehr gefunden hier. Yeah.
Tja, das wüsstet ihr jetzt wohl gerne. Ich weiß nicht, ob wir den schon erledigt hatten oder ob der. Kann man sagen, dass es, glaube ich, der eine war, den, wo wir drauf geballert haben. Aber hey, ich meine, so ein paar Leichen. Oh. Mehr können hier ja auch nicht schaden. Fällt überhaupt nicht auf. So, sorgen wir mal für ein wenig Ablenkung. Ich habe Musik angemacht. Ja, da haben wir schon aufgeräumt. Was haben wir hier eigentlich? Da war ich, glaube ich, noch nicht drin. Nö. Gut, habe ich ja schon die Knarre. Ich glaube, das war das der eine, der draußen gesessen hat. Mehr oder weniger alleine. Ja. Gut, dann mal wieder zurück. Ich schätze mal, hier geht es dann irgendwo weiter. Der ist auch ein wenig kaputt, wie es scheint. Du backst ein wenig durch die Gegend, habe ich den Eindruck, ne? Vielleicht erlösen wir dich mal von deinem Leid. Zack. So, jetzt wird hier nicht rumgebackt. Ich finde das unhöflich. Ich kann nämlich nicht fliegen, im Gegensatz zu dir. Ja, ja. Schön. Ah, dachte gerade schon. Die Gruppe, die den Außenposten des Ordens ausgelöscht und anentführt hatte, übernimmt jetzt die Odjaspra. Ja, ja. Eine friedliche und neutrale Station. Das ist eine Kriegserklärung an den Orden und die einflussreiche Hanse, die an die Odjaspra grenzt. Leczinskis Team, auch wenn er ziemlich stark ist, wird nicht reichen, um einen Krieg gegen die Hanse anzuzetteln. Ich verstehe nicht. Worauf hofft Korbut? Was denkt sich dieser Teufel? Da fliegst. Wo zum Teufel versteckt er sich? Hundebilder. Wie wäre es mit dieser Stelle? Scheinbar nicht, ne? Danke. Das scheinen wahrscheinlich noch mindestens zwei zu sein. Ja, ich denke auch, der ist weg. Ich sehe das genauso. Achso. Ich dachte gerade, das wäre noch irgendwas zu lesen. Wusch.
Oh, hier brennt's. Ach, hier draußen haben wir wahrscheinlich noch welche erledigen können. Oder da rausschießen. Nochmal aus. Hm, mehr Filter. Komme ich da durch? Ja. Ihr backt hier schon wieder durch die Gegend, ne? Was haben wir hier noch Schönes drin? Danke. Bisschen Sniper-Munition. Das dürfte jetzt aber gewesen sein, ne? Ja. Es wird gespeichert. Ja, wie gesagt, leider auch wieder nicht so rund, aber es geht echt deutlich besser als im Vorgänger mit den Kampfszenen hier. Warm. Kamerad Lesnitsky, die Operation schreitet wie geplant voran und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Gut. Das Experiment war erfolgreich. Wir müssen das General Korbut melden. Machen Sie das? Jawohl. Gut, dann meldet ihr mal. Lesnitsky hat sie gebracht. Er sagt, sie sei eine Geisel für Verhandlungen mit dem Orden. Obwohl wir alle wissen, welche Art Verhandlung die führen. Verdammt, mir ist ja so langweilig. Ja, mir auch. Mir kommt das Essen auch. Ich hoffe, der Anzug schützt uns vor dieser Scheiße. Das ist gar nichts. Wenigstens sind die bereits tot. Uiuiui. Gucken, ob es hier vielleicht mit dem Schleichen besser funktioniert. Aber mir um nicht selbst. Hier ist doch gerade was zu machen gewesen. Vielleicht auch hier so ein bisschen auf Fallen achten. Genau, bleib du mal da stehen. Verdammt, ich halte es echt nicht mehr raus. Was brauchen die so lange? Scheiße, einer lebt noch. Wer ist da? Nee, irgendwie will das Schleichen heute nicht funktionieren in der Session. Okay. Könnte natürlich auch gerne an mir vorbeilaufen. Na gut, hier ist halt auch eine Menge Licht durch das ganze Feuer und so. Kann sein, dass er weg ist. Du verdammt. Bleib da. Ich sehe gerade nicht so wirklich viel hier bei dem Rauch. So, die sind auch ein wenig durch hier. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Na, habt ihr noch irgendwas Schönes hier? Irgendwas, was ich hier mitnehmen könnte. Bist du alleine? Zack. Ja, so eine neue Gasmaske wäre auch mal schön bei Gelegenheit, ne? So wirklich fit ist die nämlich nicht mehr. Ich würde gerne mal was sehen. Sonst ist hier oben scheinbar nichts, okay? Ist auch nicht so wirklich sinnvoll. So, wie gesagt, das schränkt doch schon sehr ein hier mit dem Sichtfeld von der Gasmaske. Okay. Guck mal, da liegt eine neue Gasmaske rum. Nimm ihn unter Beschuss. Triff doch. Mann. Spiel. Das lief alles mal besser anfangs. So. Ist die Gasmaske halt auch schon wieder fast hin. Ich hätte die vielleicht erst holen sollen, nachdem ich die Leute hier ausgeschaltet habe. Aber ich glaube, jetzt ist es einigermaßen ruhig hier. Ich habe 30 Frames. Ja gut, Rauch in Spielen. Je nachdem, wie schlecht die Engine programmiert ist, zieht das die Framerate ganz extrem runter. Hatte ich bei Fallout schon. Eindringling! Stehen bleiben! Sonst schließe ich ihr die Kehle auf! Du bist also wegen Anna gekommen. Sehr heldenhaft. Aber nicht sehr klug. Ich schlage dir was vor. Du nimmst deine Maske... Okay. Warum? Warum hast du das getan? Beeilung! Wir müssen zur Konzerweihe! Da ist die Hanse. Und unsere Männer. Scheiße! Ersticken wäre eine echte Schande. Nach all dem, was wir überlegt haben. Sie können infiziert sein. John, ich bin hier. Die haben keine Maske. Wir brauchen hier zwei Masken. Sofort. Die Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich.
Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaja, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Artyom. Niemand wird das. Ich fühle mich wieder einsam, wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Berühre mich. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen. Während du, Anna, noch etwas bleiben musst, wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Na dann, hatten wir noch ein bisschen Spaß hier. Und ich würde sagen, wir gucken in der nächsten Folge mal, was hier noch so alles rumliegt. Außer Anna. Ja, worauf wartest du noch? Geh! Ich moderiere die Folge noch ab. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Mhm. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es gibt keine medizinische Notwendigkeit, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Wirklich, Artyom, du solltest gehen. Ich werde nicht lange hierbleiben. Die wollen mich schon sehr aktiv loswerden. Nun, geh schon. Sie werden bald meinen Verband wechseln. Und wenn du hier bleibst, muss ich wieder das brave Mädchen spielen. Lass sie mich wenigstens einmal beschimpfen.